Euren Level Swapped First Hour. Heute zocken wir das neu erschienene, brandneue Little Nightmares 2 auf der PlayStation 4. Und wir drücken das X und es kann losgehen. So, neues Spiel, neues Glück. Schon allein die Mucke, die macht mir richtig gruseln, Freunde. Und es geht uhuhu, hoho. Nein, ich drehe das Video gerade mitten in der Nacht, Freunde. So neben dem Heizkörper, der Heizung schön aufwärmen. Deshalb, wenn ihr so klackern hört, das ist die Heizung, Freunde. Und los geht's. So, ich glaube, in dem Spiel müssen wir hier diese Spielefigur hier durch die Level bewegen. Gehen wir erstmal zum Fernseher. Und falls ihr das Unboxing verfolgt habt, wisst ihr, dass ich die TV-Edition geholt habe. Da ist ein Fernseher drin, also ein Karton und die beiden Figuren als ja, Figur. Man kann draufklettern. Wie so oft gehe ich bei solchen Spielen erstmal zu dieser Seite und gucke, vielleicht gibt es ja irgendwas. Ein Bonus, ein Extra. Hier ist nichts. Also das Gras sieht schon mal sehr gut aus. Kann ich hier lang gehen? Ja, zu diesem Fernseher hier. Naja, gehen wir mal so weiter. Ich höre Bienen. Ich höre Bienen! Da unten, glaube ich. Sollen wir da hin? Da passiert nichts, oder? Leute, das erinnert mich an meine Kindheit damals. Immer nach der Schule, wenn ich nach Hause gegangen bin, Freunde, da musste ich so einen Berg runter und da kamen immer so Bienen an, haben sich schön auf meinen Hals platziert und ich natürlich schön den Hals zwischen die Schulter und zack wurde ich immer gestochen. Ich denke, und das täglich, Freunde, ich denke, seitdem bin ich Resistenz gegen Bienen. Hab mir jeden Tag eine Nadel abgeholt von Biene Maya. Okay, springen. Zack. Ist doch gar nichts. Okay. Erste Rätsel. Ziehen Sie und halten Sie L. Mal die Klappe aufmachen. Jo. So, die frische Waldluft. Und wir gehen erstmal hier in diesen dunklen Schacht. Oder so ein Bau. Kaninchenbau vielleicht. Ich würde sagen eher Schacht. Es war nur ein Tunnel, Freunde.
Gut. Oh, was ist denn hier passiert? Oh, die Ärmsten wurden alle zusammen gefercht und aufgehangen. Jo. Jo. Ja, was müssen wir hier machen? Ja, mit R2 können wir aufheben. Da ist ein. Was haben wir hier? Noch ein Schuh. Hier, bitteschön, eure Schuhe, Freunde. Aber das stinkt wie die Pest. Naja, hier haben wir noch was. Einen roten Schuh. Muss man da irgendwas machen, um die Schuhe den Leuten anziehen oder was? Nö. Okay, versuchen wir weiterzugehen. Geht aber doch. Oder? Nö. Es geht nicht, Freunde. Vielleicht muss ich die Schuhe das Bienennest tragen oder so. Kann das sein? Nehmen wir den roten Schuh, Freunde. Gehen wir wieder hier rein. Vielleicht muss man hier hoch. Kann natürlich auch sein. Lass mal liegen. Hoch geht's irgendwie nicht. Nehmen wir den Schuh nochmal. Blue Sweat Shoes. Blue Sweat Shoes. Elvis Presley. Nein, hier geht's auch nicht weiter, oder? Ich kann auch nicht mal raus. Okay. Jetzt bekomme ich den Schuh nicht mehr. Doch. Nimm doch den Schuh mit. So. Ich glaube, da muss ich irgendwie die Bienen reizen. Kann das sein? Wirf das. Nö. Nochmal versuchen. Nö. Funktioniert nicht, Freunde. Gehen wir hier weiter. Da hinten ist ein Käfig, Freunde. Seht ihr das? Vielleicht muss ich da hin, weil ich kann nicht hoch. Oder der Schuh muss... Wir schmeißen den Schuh an den Fernseher. Oh. Ah, er kann sprechen. Gibt es hier vorne was? Nein. Ja, Leute, wie auch schon im ersten Teil hat mich dieses Spiel zum
Ausrasten gebracht. Schon hier der erste Level. Cool. Gerade im Wald das Hey total so echomäßig und hier drin. Das ist gut gemacht. Und hier hoch vielleicht? Nein. Alter, kann doch nicht sein. Erste Level sofort stecken geblieben. Noch hier weitergehen. Hier vielleicht. Nein. Es geht nicht. Es ist zu hoch. Was steht da zum Klettern? Doch, doch, doch. Mann! Oh, da habe ich jetzt 10 Minuten dafür verschwendet, wie ich weiterkommen soll. Und es war so einfach. Spring runter. Man muss sich hier hochhangeln. Okay. Hier ist eine Falle, Freunde. Spring rüber, spring rüber! Das war klar. Ach, du sollst rüberspringen und ich... Oh, Alter, Falter, was machst du denn? Mei Jung. So, spring rüber. So. Pass auf die Fallen auf. Mal gespannt, wann er auf. Oh oh, zum Rennen schnell. Oh 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 oh. Ich wollte sagen, ich bin mal gespannt, wann er auf das Mädel trifft mit dem Regenmantel. So, renn jetzt. Renn, 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 renn. Renn, 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 renn. Ah, fast geschafft. Komm, dritter Versuch. Also halten, nicht XXX drücken oder Viereck, Viereck, Viereck. Freunde, ich habe ja Tomaten auf den Augen. Aber das ist kein Problem, denke ich. Es ist wirklich mitten in der Nacht. Dann rennen wir jetzt. Wissen wir, wie man rennt. Da ist eine Kurbel. Hier hoch.
Nice. Hier ist eine Schlinge zum Aufhängen. Nein. Ah, Mann. Nochmal versuchen. Vielleicht muss ich da irgendwie beim Springen R2 drücken. Nein, eh. Ja, genau. Hab's doch gedacht. Geht so weiter, so. In die Kurbel. Also Freunde, R2 ist eine wichtige Taste. Kurbel, Kurbel. Springen. Oh, so springen, Junge. Abgrund hier. Ich weiß nicht, ob ich da runterspringen soll. Ah, nichts passiert. Doch. Ah! Doch was passiert. Ah, so geht's doch safer. Und hochklettern. Nein. Hochklettern. Oh. Ach, guck mal, da haben sie ihre Schuhe dagelassen. Da ist ein Baumstamm, Vorsicht. Nein! Oh, habe ich mich erschreckt, Freunde. Boah. Ey, du Krähe. Ich glaube, ich weiß, was man machen muss hier. Ja. Und zwar die Schuhe. Da ist irgendeine Falle. Ha, wusste ich's doch. Dankeschön, Schuh. Vorsicht, Vorsicht. Ah, hast du die Bärenfalle nicht gesehen, Junge? Papierkorb, ey. Vorsicht. Das ist noch eine Papierfalle. Nimm mal den Stock. Ja. Vorsicht, nimm das. Nimm es und schmeiß es da in die Falle da rein. Oh, das hätte sich in zwei gerissen, mein Freund.
So grafisch sieht es richtig geil aus, Freunde. Also hier ist bestimmt irgendwas. Ah, voll die Fallen, Alter. Ah, okay. Am besten nimmst du hier den Stock. Der ist nicht umsonst da. Hier ist bestimmt auch welche Fallen drin. Schmeißen. Sehr gut. Der Stock ist weg. Zerrissen in 10 Teile. Ich glaube, hier müssen wir einfach rüberspringen, oder? Ja. Ah, sehr gut, sehr gut. Schmeiß die Dinger da. Auf jeden Fall. Alter. Okay. Nimm es. Oh, zack, knapp. Ein Süppchen. Hier direkt zum Fenster. Ich schätze mal, die Tür ist abgeschlossen. Und wir sind hier in einem gruseligen Zimmer, Freunde, wo der Teekessel kocht. Das macht das Ganze doch atmosphärischer. Ich habe Durst. Schütt den Tee ein. Was gibt's denn zum Essen? Ich habe voll den Kohldampf. Mein Charakter nicht mehr. Die Tür muss auch mal geölt werden. Oh, hört euch mal die Musik an. Die ist grausam. Kind, Freunde. Das spielt so eine Musikbox oder sowas. Nähmaschine. Oh, Messer kann ich gut gebrauchen. Oh, es ist abgebrochen. Nimm die Klinge. Nimm die Klinge. Hey, halt mal. Bist du taub? Ist hier hoch?
Hier. Ich muss die Schublade aufmachen. Dann die Schublade hochklettern. Gleich weiter. Ah, ein Beil. Ah, kann ich gut gebrauchen. So. Jetzt werde ich dich töten. Wusste ich doch. Komm her. Du spielst die Mucke? Ich will das haben. Hey Baby, komm her. Komm zu Papa. Komm her. Oh. Das ist bestimmt voll das Gruselbaby. Warte. Pass auf, Junge. Pass auf. Ich will keinen Jumpscare jetzt. Das war aber fies. Das war eine fiese Nummer. Ich dachte, gleich springt das Baby an oder das Kind. Hey, du hast deine Box vergessen. Hallo? Egal. Gucken wir mal, wie weiter geht hier. Hier im Haken vielleicht. Ja. Schwing dich. Nee, passiert nichts. Geh mal weiter. Du gehst nicht weiter. Dem hinterher. Hallo? Ich will doch nur spielen. Folge dem Kind. Okay. Alter! Oh, was sind das denn für Drecksviecher? Hallo, lasst euch nicht stören. Einfach hier hoch. Nein. Sag mal, seid ihr am Leben oder nur irgendwelche Wachsfiguren? Hallo, hallo, ich will auch mitessen. Ah, schieb den Stuhl, passiert nichts. Schieb den Tisch, passiert auch nichts. Ich glaube, wir müssen hier hoch. Hochklettern. Kletter hoch. Warte doch. Warte, Baby. Bist du Six? Wo ist dein Regenmantel? Ach, das ist die Kleine vom ersten Teil, ne? Aber sie hat keinen Regenmantel an. Deshalb habe ich sie nicht erkannt. Komm her. Ach, hier hoch? Okay, okay, ich komme ja schon. Was ist da oben? Ah, ein Schuh. Juhu. Komm mit. Gucken, was auf dem Dachboden ist. Helf mir mal. So, ich mal hier hochklettern. Und nun? Da
ist ein Schlüssel. Wie kommen wir hier dran? Wie kommen wir dran? Hoi! Tun kann. Ich glaube, da fehlt eine Kurbel, Freunde. Unterm Teppich vielleicht. In der Schublade vielleicht. Schrank. Schau mal da rein. Vielleicht müssen wir einfach hier drauf springen und dann. Nee. Nochmal versuchen. Nee. Da müssen wir sicher irgendwas reintun, reinstecken, um das zu drehen. Ah, okay, helfen wir mal. So, hier ist bestimmt irgendwas. Wir brauchen die Kurbel. Da ist doch die Kurbel. Gib her. Ah, reiß das mal voll den Arm ab. Ah, oh nein. Oh nein, Freunde. Ha, lecker Schmecker. Lecker Schmecker. Nimm die Kurbel. Ja, helf mal. Jetzt dreh das Ganze. Da hat sich was bewegt. Oh, die Füße stinken. Vielleicht muss ich der nur helfen. Funktioniert nicht. Warte mal, das ist so ein. Ah, vielleicht muss ich hier. Genau. Häng dich hoch. Und nur spring rüber. Ja, geschafft. Super. Voll Teamplay. So, wofür ist der Schlüssel jetzt? Komm, halt mal hoch. Was ist das denn für ein Viech? Helf mal hoch. Mehr, du Ratte. Hey. Da. Zum Koffer. Oh, 26. Unsere erste Trophäe, Freunde.
Hier, ich habe einen Schuh für dich. Guck mal im Koffer, was da drin ist. Ist ja nichts. Hier ist ja nichts drin. Also wir können auf dem Sofa. Wie staubig. Ich muss das irgendwie umkippen. Ich muss da hoch. Muss ich den Schuh da reinwerfen? Koffer da irgendwie. Ja. Nimm noch mal den Schuh. Und schmeiß das mal gegen das Ding da. Ja. Das ist mir schon gedacht. Komm heraus. Ich glaube, das ist der Hut von dem Dings, ne? Von der Tussi. Ich muss noch einen Schuh werfen. Ah, da. Komm her, komm her. Oh, voll dunkel. Danke für das Licht. Komme ich da hoch?
Komm her. Zeig mir den Weg. Komm her. Da unten ist was. Unter dem Teppich. Hier hochklettert. Da ist was im Käfig, Freunde. Seht ihr das? Ein Affe oder was? Komm her. Ja, leuchte mich mal hier. Leuchte mir den Weg. Und weiter. So. Was hier auf? Dankeschön. Da ist ja noch so ein Zwerg. Thank you. Ich habe jetzt nochmal den Käfig geöffnet. Kann das sein? Geh mal zurück. Oder? Also irgendwas haben wir da. Einen Hebel haben wir betätigt. Nein. Oh. Oh, Junge. Jetzt komm. Ja, hoch. Ja. Vorsicht jetzt. Setze gesammelte Hüte im Pause-Menü auf. Schauen wir mal. Hüte. Okay.
Können das jetzt, also wir haben hier zwei verschiedene Hüte und drei verschiedene Hüte mittlerweile. Das hier ist das normale. Das habe ich, glaube ich, vom Code bekommen als DLC. Und das ist das, was wir aufgesammelt haben. So. Gehen wir da hoch jetzt. Ganz schön schick. Hey Six, wie gefällt dir mein neuer Hut? Glaube, wir müssen hier weiter. Die Treppe runter. Aha, aufgeschlossen. Wunderbar. Oh, hier geht's raus zur Toilette. Dixi-Klo-Alarm. Vorsicht. Muss aufs Klo. Wer hat wieder die Spülung nicht benutzt? Oh, Alter. Ihhh. Ich glaube, er hat gerade gekackt, kann das sein? Ich glaube, wir sind im Lager des Typen, der diese Fallen gestellt hat. Also hier sehe ich Fußspuren. Was nun? Ach, guck mal, nimmt voll in die Hand, ist voll süß. Hier, vielleicht hier so hoch. Thank you.
muss da zum Fenster gelangen, glaube ich. Ich muss die Kiste gleich schieben, ne? Ja. Helf mal. Oh oh. Was ist das denn für ein... Oh, Vorsicht. Was macht der, Steaks oder was? Alter, Falter. Steck dich. Steck dich. Doch geschafft fast. Nein. Runter? Einfach so. So. Hä? Wieso? Darf nicht laufen, Freunde. So. Vorsicht.
Da darf man nicht laufen. Wenn man läuft, dann fällt man runter. Das ist die Lösung. Abwarten. Weiter. Nein. Nein. Lauf, 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 lauf. Nein. Vorsicht. Warten. Nein, der dumme Vogel. Nur wegen dem. Wenn das Ding da rumfliegt, dann wird er aufmerksam drauf. Ich glaube, ich muss da irgendwas draufschmeißen. Ist hier irgendwas? Zum Aufnehmen. Leute, ich glaube, ich. Das war, glaube ich, die erste Stunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mal schauen, ob ich es bei der nächsten Stunde schaffe, hier weiterzukommen. Ich hoffe, euch hat das Spiel gefallen. Also, mir gefällt das sehr gut bis jetzt. Super Grafik, super Atmosphäre. Und falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr mir gerne unter den Kommentaren schreiben, Daumen hoch geben und, falls noch nicht geschehen, Abo dalassen. Ich sage bis demnächst. Bye, bye. Und jetzt noch einmal. Und bam.